Moment. Wie lange arbeiten Sie jetzt schon in meiner Klinik, Friedberg? 6 Jahre, Herr Professor. Immer sind Sie mir noch ein wenig zu kühn. Ihre Art zu operieren ist erstaunlich. Manchmal habe ich das Gefühl, Sie zögern nicht eine Sekunde, wenn es darum geht, irgendetwas zu wagen. Ich glaube, Herr Professor, man darf niemals versuchen, eine Entscheidung auszuweichen. Mein lieber junger Dr. Friedberg, glauben Sie mir, es gibt Augenblicke im Leben, denen man völlig ratlos gegenübersteht. Aber vielleicht haben Sie Glück und bleibt Ihnen so etwas erspart. Nur, wer hat schon ein derartiges Glück? Sie waren großartig, Dr. Friedberg. Danke, Schwester. Aber leider sind Sie nicht der Chef der Klinik. Gott sei Dank nicht. Sie würde mich sonst in hohem Bogen hinauswerfen. Was nur im Interesse der Klinik liegen würde. Sonst noch irgendwo schmutzige Wäsche? Ich gehe jetzt schlafen. Kommen Sie mit, Oberschwester? Sie haben Nachtdienst. Vergessen Sie das nicht. Oh, das nur. Ich komme überhaupt nicht mehr zum Schlafen. Sie brauchen nur Ihr Privatleben etwas einzuschränken. Das sagen Sie ausgerechnet jetzt, wo ich mich gerade dazu entschlossen habe, Sie daran teilnehmen zu lassen? Du siehst übermüdet aus, Manfred. Ich werde deinen Nachtdienst übernehmen. Ich habe sowieso im Labor zu tun. Aha, Bazillenjagen, was? Na, dann weit man's heil und besten Dank. 21. Im Labor brennt schon wieder Licht. Das ist Dr. Friedberg, das weißt du doch. Na, der gönnt sich überhaupt keine Ruhe mehr. Jede Nacht dasselbe. Was der für einen Strom verbraucht. Weißt du, dieser Dr. Friedberg ist einer von der Sorte, die den Tod arbeitslos machen wollen. Ich weiß nur, dass ich 2 Asse habe. Und 2 Asse kassieren. Das hat uns gerade noch gefehlt. Nicht mal seine Nachtruhe hat man hier in diesem Laden. Ein Verkehrsunfall, fassen Sie mit an. Nur mal mit der Ruhe, das machen wir schon. Hallo, hallo. Macht 2,30 Mark der Herr. Und die Verschmutzung des Wagens. Schon gut. Oh, 50 Mark. Ein Gentleman. Mit einem schlechten Gewissen vermutlich. Oder sind Sie das, der nach Alkohol riecht?
Sieht das schön aus? Was halten Sie davon? Tja, was soll ich davon halten? Wir werden natürlich unser Möglichstes tun. Ein Unfall, Herr Doktor. Dieser Herr war dabei. Bitte warten Sie im Vorraum. Tut mir leid, dass ich Ihnen so viel Mühe mache. Andere Sorgen haben Sie nicht? Ich brauche den Namen von der Dame. Massmann. Elisabeth Massmann. Massmann? Massmann Lokomotivwerke? Stimmt, die Massmann-Werke gehören dem Vater der jungen Dame. Aha, also erster Klasse. War es ein Unfall? Ja, ein Unfall. Ich musste einem Wagen ausweichen und landete an einem Baum. Heißen Sie auch Massmann? Nein, mein Name ist Wiechert. Fräulein Massmann ist meine Verlobte. Haben Sie die Angehörigen von dem Unfall verständigt, hä? Das hat doch wohl Zeit. Bei uns nicht. Benachrichtigung der Angehörigen so schnell wie möglich. Das steht in der Hausordnung. Bitte. Der Generaldirektor werden verlangt. Ja, Massmann. Wo sind Sie, Wiechert? In einer Klinik? Ist was los? Wiechert und Elisabeth haben einen Unfall gehabt. In welcher Klinik sind Sie? Gut, ich komme sofort. Wenn Sie es schlimm finden, ein paar Wochen auszuruhen. Ist das Bein gebrochen? Ja. Für Sie ein kleines Geduldsspiel, für uns die einfachste Sache von der Welt. Was gern, Groß? Wir werden Ihr Bein so prächtig hinkriegen, dass Sie das andere wegschmeißen. So, jetzt werden Sie ein bisschen einschlafen. Nun? Kein Grund zur Aufregung. Kopfverletzung, Unterschenkelbruch. Gefährlich? Kaum. Wir haben schon ganz andere Dinge wieder gerade gebogen. Ah, das sind Sie ja. Es ist zum Glück alles nur halb so schlimm. Was, halb so schlimm nennen Sie das? Ich bin der Vater von Fräulein Maßmann. Kann ich den Arzt sprechen, bitte? Hatten Sie getrunken, Walter? Nicht mehr als üblich. Also doch Alkohol. Wurde von Ihnen eine Blutprobe gemacht? Lass ihn jetzt in Ruhe. Du siehst doch, dass er ziemlich mitgenommen ist. Die ganze Sache tut mir furchtbar leid, Herr Maßmann. Wir sprechen morgen darüber. Du hättest sie nicht so hart anfangen sollen. Friedberg? Maßmann, Staatsanwalt Perstein, Freund meines Hauses, der Pate meiner Tochter. Meine Herren, es besteht kein Grund zur Beunruhigung. Können wir Elisabeth sehen? Vielleicht morgen. Sie schläft jetzt. Guten Morgen, Friedrich. Morgen. Rück den Schlüssel vom Labor raus. Den hat Dr. Friedberg. Der scheint ja geradezu im Labor zu wohnen. Nimm mal hier die Blumen mit, hier, Fräulein Maßmann, ja? Das ist ein Jammer mit den weiblichen Patienten. Die kriegen immer nur Blumen. Die Männer kriegen wenigstens Schnäpse. Die riechst du lieber. Ja, herein. Guten Morgen, Frau Maßmann. Guten Morgen, Herr Doktor. Na, ich sehe, es geht Ihnen gut. Sehr gut sogar. Aber Sie haben sich heute verspätet. So, habe ich das wirklich? Fast um 7 Minuten. Frau Maßmann, ich habe auch noch andere Patienten zu betreuen. Aber deshalb brauchen Sie mich doch nicht zu vernachlässigen. Na, sieht doch wunderbar aus. Werde ich eine Narbe zurückbehalten? Sie werden unsere Klinik genauso schön verlassen, wie Sie vorher waren. Ich habe Vertrauen zu Ihnen. Danke. Ich werde Sie bestimmt nicht enttäuschen. Sie wollen schon gehen? Das war aber eine kurze Visite. Komme ich etwa zu früh? Rechtzeitig wie immer. Das Übliche? Sie können den Verband etwas kleiner machen, Schwester. Oh ja, am besten Sie lassen ihn gleich ganz weg. Der Herr Doktor wünscht einen kleinen Verband.
So, na, dann kann ich mich ja verabschieden. Auf Wiedersehen, Frau Maßmann. Wann kommen Sie wieder? Immer zur üblichen Zeit. Aber nicht wieder mit 7 Minuten Verspätung? Ich werde mein Möglichstes tun. Ich bin im Labor, Schwester. Er ist ein guter Arzt, nicht wahr? Er ist ein bedeutender Arzt. Er hat nur für seine Arbeit Interesse. Für Frauen nicht? Doch, solange sie Patientinnen sind. Irgendetwas, Herr Doktor? Ich glaube, Schwester, ich bin einen großen Schritt weitergekommen. Aber am Ziel bin ich damit noch lange nicht. Nichts Besonderes, Herr Doktor. Die üblichen Anforderungen für Ihre Station. 3 Krankheitsbefunde, darunter der von Fräulein Maßmann. Dankeschön. Bei Fräulein Maßmann verläuft alles normal, soweit es sich um rein medizinische Dinge handelt. Sie könnten Fräulein Maßmann getrost einem anderen Arzt überlassen. Vielleicht Dr. Wiegand. Sonst noch was, Schwester? Sie sehen übermüdet aus, Herr Doktor. Soll ich Ihnen nicht wenigstens eine Tasse Kaffee machen? Hier im Labor ist das Zubereiten von Kaffee allein meine Angelegenheit. Schon wieder bei schwerem Gedränge, Friedberg? Soll ich dich freikämpfen? Wenn du zufällig mal arbeiten willst, ich hätte eine Menge für dich zu tun. Gibt es denn in dieser Bude kein anderes Thema als Arbeit? Ein bisschen Vergnügen muss man ja auch haben, na? Oma, Schwester, wie wäre das mit uns beiden? Wenn Sie demnächst einmal spüren sollten, dass Sie weich zu werden drohen, dann schreiben Sie mir eine Postkarte. Und? Wie steht's mit uns zwei, Elvirachen? Sie sind mir viel zu gefährlich. Ja, mich zu schauen. Sie verwirren mich. Nun geht's mal ein bisschen die Meerschweinchen zählen, mein kleines süße Kabulmaus. Ich habe mit Dr. Friedberg ein ernstes Wort zu reden. Mensch, Wolfgang, wenn ich an deiner Stelle wäre... Würdest du das Labor zu wesentlich anderen Dingen benutzen? Und ob? Ich würde meine Zeit nicht dazu verschwenden, jahrelang Blutproben anzustarren. Es war keine Zeitverschwendung, Manfred. Ich habe das Mittel gefunden, das die Blutgerinnsel auflöst. Was? Das ist dir wirklich geglückt? Ja. Mensch, dann bist du ja ein Genie. Das Mittel habe ich gefunden, aber jetzt kommen wir zum wirklichen Problem. Wie bringe ich es in die unmittelbare Nähe des Blutgerinnsels? Ach, das wirst du auch noch schaffen. Na, das hoffe ich. Und du kannst mir dabei helfen. Soll ich mich etwa mit dir hier im Labor vergraben? Hm? Nein. Du sollst mir lediglich eine Patientin abnehmen. Die von Zimmer 6. Ist das dein Ernst? Ich soll der hübschen Elisabeth Maßmann den Puls füllen? Warum dieses großmütige Angebot, Wolfgang? Du bist mein Freund und dir kann ich sagen, ich bin auf dem besten Weg, mich in Elisabeth Maßmann zu verlieben. Na und? Das ist doch kein Unglück. Ich kann mich jetzt von meiner Arbeit nicht ablenken lassen. Ach, du bist unverbesserlich. Aber wie du willst. Dann werde ich mich also gleich morgen auf die Maßmann und ihre Millionen stürzen. Bin sehr gespannt, was die Kleine für Augen machen wird. Herein. Guten Tag, Frau Maßmann. Mein Name ist Dr. Wiegand. Wo ist Dr. Friedberg? Dr. Friedberg lässt sich entschuldigen, er hat zu tun. Sie müssen schon mit mir vorlieb nehmen. Wie soll ich das verstehen, Herr Doktor? Das ist ganz einfach. Seine Forschungen erlauben es ihm nicht, sich ihres Anblicks zu erfreuen. Er arbeitet. Das Vergnügen hat er mir überlassen. Ist das als eine vorübergehende Regelung bedacht? Ich glaube kaum. Ab heute werde ich versuchen, Sie zu erheitern. Sie dürfen Dr. Friedberg nicht falsch verstehen. Seine Forschungen nehmen ihn voll und ganz in Anspruch. Vielleicht auch seine anderen Patientinnen? Durchaus nicht. Sie sind die erste Frau, für die er sich... Für die er sich was? Für die er sich medizinisch besonders interessiert hat. Ah, dann bin ich für ihn also ein besonderer Fall. Stimmt. Aber die besonderen Fälle in unserer Klinik sind mein Spezialgebiet. Sie sind doch unsere Hauszeitung, Schwester Elvira. Können Sie mir sagen, warum Dr. Friedberg Fräulein Maßmann als Patientin abgegeben hat? Na, ist doch klar. Dr. Friedberg versteht was von Medizin, aber wie man Frauen behandelt, versteht Dr. Wiegand natürlich viel besser. Sie möchten wohl auch gern von Dr. Wiegand behandelt werden, hm? Hätten Sie vielleicht was dagegen? Ich nicht. Wolfgang? Ja? Mit deinem Fräulein Maßmann hat sie mir was Schönes eingebrockt. Sie sieht in mir nur den Arzt, das irritiert mich. Über dich will sie alles und von mir will sie gar nichts wissen. So,
Nicht so. Du bist in sie verliebt? Hier scheinst du auch nicht gleichgültig zu sein. Also, was hat es für einen Zweck, wenn du dich hinter deiner Arbeit versteckst? Weil es eben aus sein muss, bevor es angefangen hat. Na schön, dann werde ich eben Fräulein Mastmann weiter verarzten. Aber meine Schuld ist es nicht, wenn sie jetzt erst richtig krank wird. Na, Oberschwester, die Messer schon gewetzt? Ich finde es nett von Ihnen, dass Sie versuchen, Dr. Friedberg zu entlasten und Fräulein Mastmann übernehmen. Dr. Friedberg arbeitet wirklich zu viel und schläft zu wenig. Und immer allein. Sagen Sie mal, hat Dr. Friedberg eigentlich keine Eltern oder Geschwister? Nein. Er hat also niemand mehr? Noch nicht meine Tante, die er beerben kann. Aber deswegen brauchen Sie nicht gleich zu glauben, dass er unbedingt jemanden wie Sie braucht. Der Chef kommt. Lassen Sie sich ja von der Arbeit nicht abhalten. Schon gar nicht durch mich, Dr. Friedberg. Einen Augenblick, bitte. Sie haben Fräulein Mastmann an Dr. Wiegand abgegeben? Hätte ich das nicht tun sollen, Herr Professor. Ja, unsere prominenteste Patientin hat ein gewisses Anrecht auf unseren besten Arzt. Sie kennen ja die Devise von Direktor Mastmann. Für seine Tochter sind das Beste gerade gut genug. Und er zahlt ja auch entsprechend. Ist das so wichtig, Herr Professor? Und ob das wichtig ist, lieber Friedberg. Eine Patientin wie Frau Mastmann finanziert unsere armen Patienten mit und ihre Forschungen auch dazu. Sie mögen getrost ein Genie sein, Friedberg, aber ganz auf das Geld können auch Sie nicht verzichten. Kommen Sie, vergessen wir die schlechte Welt bei einer guten Operation. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 12, immer wenn Sie aus dem Zimmer von Fräulein Mastmann kommen, dann strahlen Sie wie ein Weihnachtsbaum. Ich bin ihm von Haus aus ein strahlender Charakter. Na, das muss aber ein ziemlich baufälliges Haus sein, wo Sie Ihren Charakter hier haben. 16, 17. Guten Morgen, Fräulein Mastmann. Guten Morgen, Dr. Friedberg. Es ist schön, dass Sie wieder zu mir kommen. Es war der ausdrückliche Wunsch von Herrn Professor Ruge. Kommen also nur zu mir, weil es Ihnen der Herr Professor befohlen hat? Ja. Darf man fragen, warum der Herr Professor es Ihnen erst befehlen musste, zu mir zu kommen? Fräulein Mastmann, ich arbeite an wichtigen Forschungen. Und ich kann mich meinen Patienten nicht so widmen, wie ich gerne möchte. Dann sind Ihnen also Ihre Forschungen wichtiger als Ihre Patienten? Sie sind kein Patient mehr. Sie sind so gut wie gesund. Das stimmt nicht, Herr Doktor. Ich fühle mich immer noch krank. Dann bin ich wohl falsch am Platz. Sie brauchen einen Arzt, der Ihnen das glaubt. Entschuldigen Sie bitte. Herr Mastmann, verbinden Sie mich bitte mit meinem Vater. Professor, ich habe eben mit meiner Tochter telefoniert. Sie scheint sich in Ihrer Klinik nicht wohl zu fühlen. Oh, das tut mir leid. Und was ist der Grund? Ja, hier scheint es sich mehr um ein, na sagen wir, menschliches Problem zu handeln. Und wie sieht das Ihrer Meinung nach aus? Naja, es ist das Verhalten von Herrn Dr. Friedberg. Und was glauben Sie, wäre ihm vorzuwerfen? Meine Tochter beklagt sich über ihn. Er behandelt sie ohne menschliche Wärme, ohne persönliche Anteilnahme. Sie wünscht ganz entschieden, in Zukunft nicht mehr von Herrn Dr. Friedberg behandelt zu werden. Herr Direktor Mastmann, dieser Dr. Friedberg ist ein außergewöhnlich begabter Arzt. Das soll keinesfalls bestritten werden. Ein Seelenarzt allerdings ist er nicht, aber ein guter Chirurg. Bitte versuchen Sie mich zu verstehen, Herr Professor. Elisabeth ist vielleicht ein wenig verwöhnt, aber doch ein Mädchen wie alle anderen auch. Sie braucht ein bisschen Güte und Verständnis. Was sie aber in erster Linie braucht, ist doch wohl ein guter Arzt. Ach, heißt das, dass Sie sich weigern, meiner Tochter einen anderen Arzt zu geben? Herr Mastmann, das hier ist meine Klinik. Und meine Entscheidungen müssen Sie ausschließlich mir überlassen. Es sei denn, dass Sie es vorziehen, die Klinik zu wechseln. Mhm. Ja, die Ergebnisse Ihrer Forschungen sind beachtlich. Ein bisschen verwegen, wie manches, was Sie tun, aber... Meine Beweiskette ist lückenlos, Herr Professor. Mein Mittel zerstört jedes sich bildende Blutgerinnsel. Bis es natürlich zur praktischen Anwendung Ihres Verfahrens kommen kann, wird noch viel Arbeit nötig sein. Und Zeit. Die nötige Zeit will ich Ihnen geben. Dr. Wiegand soll Sie entlasten. Geben Sie alle leichten Fälle an ihn ab. Von mir aus auch Frau Mastmann. Einverstanden? Ich danke Ihnen, Herr Professor.
Schach. Elisabeth macht mir einige Sorgen. Jetzt will sie plötzlich Walter nicht mehr sehen. Und ich dachte immer, die beiden werden sich bald verloben. Vielleicht hat sie endlich erkannt, dass dieser leichtsinnige Schnellfahrer doch nicht der richtige Mann für sie ist. Was übrigens auch meine Meinung ist. Ich kann mir keinen geeigneteren Schwiegersohn wünschen. Für dich und deine Fabriken. Du wirst doch nicht im Ernst verlangen, dass Elisabeth eine Geldheirat macht. Ich brauche Walters Geld nicht, aber seine Millionen sind mir eine Garantie dafür, dass er kein Mitgiftjäger ist. Das ist aber noch lange keine Garantie dafür, dass Elisabeth auch mit ihm glücklich wird. Ein Telegramm für Sie, Herr Doktor. Für mich? Ja. Mein aufrichtiges Beileid, mein lieber Friedberg. Selbstverständlich bekommen Sie Urlaub, sofort, solange Sie wollen. Denken Sie jetzt nicht an die Klinik, ich werde alles für Sie regeln. Ich danke, Herr Professor. Oberschwester, ändern Sie bitte den Operationsplan für morgen. Wir müssen leider für ein paar Tage auf Dr. Friedberg verzichten und geben Sie das Telegramm zurück. Einen Teil der Patienten von Dr. Friedberg übernehmen. Warum nicht gleich die ganze Klinik? Dr. Friedberg muss verreisen. An die Riviera oder nur zu einem Kongress für unentwegte Bazillenjäger? Sie wollen mir doch nicht etwa auf den Pelz rücken, Oberschwester. Vergessen Sie nicht, ich bin sehr sensibel. Dr. Friedberg heißt doch Wolfgang mit Vornamen, nicht wahr? Nun sagen Sie nur noch, dass Sie das nicht wissen. Heißt er nicht vielleicht auch Felix? Vielleicht heißt er Felix Wolfgang. Und haben Sie mir nicht gesagt, dass seine Eltern tot sind? Ich glaube schon. Aber warum interessieren Sie sich dafür? Das tut mir leid für Wolfgang. Wo geht's denn hier zur Grabengasse? Zweite Straße links. Danke, mein Herr. Sie sind Frau Friedberg. Was wünschen Sie? Ich heiße auch Friedberg. Ich habe das Telegramm bekommen, das für Ihren Sohn bestimmt war. Wo ist mein Sohn? Ich weiß es nicht. Ja, aber wie sind Sie dann zu seinem Telegramm gekommen? Ich will versuchen, es Ihnen zu erklären. Kommen Sie bitte rein. Ist meinem Sohn was passiert? Ich weiß es nicht. Ich habe Ihren Sohn vor 10 Jahren zum letzten Mal gesehen. Ich lernte ihn durch einen Zufall kennen. Die Gleichheit unserer Namen führte dazu. Er heißt Felix Ferdinand Friedberg und ich heiße Wolfgang Felix Friedberg. Ach, es war also nur ein Missverständnis, dass Sie sein Telegramm bekommen haben. Haben Sie denn von Ihrem Sohn in den letzten 10 Jahren überhaupt nichts mehr gehört? Felix musste sehr jung dieses Haus verlassen. Sein Vater duldete ihn hier nicht mehr. Ja, ich weiß. Felix hat mir davon erzählt. Sein Vater war ein harter Mann. Und Felix war leichtsinnig, machte Dummheiten und sein Vater brach jede Verbindung mit ihm ab. Er zahlte sein Studiengeld nicht mehr und hat auch mir verboten, mit meinem Sohn in Verbindung zu bleiben. Ja, aber das war vor 10 Jahren. Und seitdem haben Sie keine Nachricht mehr von Felix? Nein.
Es war ja auch keine Nachricht zu erwarten, solange sein Vater noch lebte. Ich hörte mal vor ein paar Jahren, dass es einen Dr. Felix Friedberg gibt. Und da dachte ich damals gleich, das muss mein Sohn sein. Er hat ja Medizin studiert. Aber erst jetzt, wo sein Vater gestorben ist, konnte ich hoffen, Felix wiederzusehen. Und darum schickte ich das Telegramm. Aber es ist ein anderer Felix Friedberg. Entschuldigen Sie, es war ein Irrtum. Es war kein Irrtum. Ich bin an die Stelle Ihres Sohnes getreten. Was soll das heißen? Ich habe damals seine Papiere übernommen. Aber wieso? Weil ich Arzt werden wollte. Und Felix hat mir seine Papiere verkauft. Warum? Er hatte andere Pläne. Pläne? Mhm. Genau so sah er damals aus. Ich war gerade aus der Kriegsgefangenschaft entlassen. Ich hatte Jahre meines Lebens verloren. Durch den Krieg und durch alles, was danach kam. Aber ich hatte immer nur den einen Wunsch, Arzt zu werden. Ich habe im Krieg als Sanitäter gearbeitet, in Lazaretten. Ich habe im Gefangenlager Operationen ausgeführt, mit den primitivsten Mitteln. Aber das unbedingt notwendige Studium, dafür hatte ich nie Zeit gehabt. Ja, und als Heimkehrer bekam ich dann eine Entschädigung, ein paar tausend Mark. Damals traf ich Felix. Dem fehlte das, was ich hatte. Eben diese paar tausend Mark. Damit konnte ich mir meine verlorenen Jahre nicht zurückkaufen. Wohl aber die Papiere, ohne die man nicht Arzt werden kann. Ein Abiturzeugnis, eine Urkunde über ein Medizinstudium bis zum Physikum, eine polizeiliche Abmeldung und alles ausgestellt auf den Namen Felix Friedberg. Und mit diesen Bescheinigungen machte ich mein Staatsexamen und den Doktor der Medizin. Was wurde aus meinem Sohn? Er wollte in die Fremdenlegion. Ich habe nichts mehr von ihm gehört. Ja, Frau Friedberg, jetzt wissen Sie alles. Und Sie können tun, was Sie für richtig halten. Ich bitte Sie sogar darum. Ich bitte Sie, über meine Zukunft zu entscheiden. Ich danke Ihnen, dass Sie mich angehört haben. Leben Sie wohl. Warten Sie. Leben Ihre Eltern noch? Nein. Sind Sie verheiratet? Haben Sie Kinder? Nein, ich bin ganz allein. Ich habe nur meinen Beruf. Sie lieben Ihren Beruf, hm? Sehr. Und was erwarten Sie jetzt von mir? Soll ich Sie anzeigen, dass Sie ins Gefängnis kommen? Das wäre Ihr gutes Recht. Und wem wäre damit geholfen? Bekomme ich dadurch meinen Sohn wieder? Sie müssen mir von Ihrer Arbeit erzählen. Denn sehen Sie, das Leben, das Sie jetzt führen, das hätte ja vielleicht auch das Leben meines Sohnes sein können. Wenn er Arzt geworden wäre. Wie kann man nur Stunden um Stunden diese langweiligen Blutproben anstarren, solange es noch schönere Dinge im Leben gibt? Ich weiß schon, Manfred, worauf du wieder anspielst. Auf Elisabeth Maßmann natürlich. Nun sei ganz ehrlich, Wolfgang, was hast du gegen sie? Nichts. Nicht das Geringste. Aber du wirst mir doch nicht einreden wollen, dass sie dich gleichgültig lässt. Nein, das nicht. Also, Menschenskind, Wolfgang, dieses Mädchen interessiert sich doch für dich. Und was tust du? Das siehst du doch, ich arbeite. Arbeit betrachtest du also als deine erste Pflicht? Ja. Weißt du, Manfred, ich habe vor einiger Zeit einen Menschen getroffen. Eine alte Frau. Und die hat mir ihr Vertrauen entgegengebracht. Obgleich ich es gar nicht verdient habe. Und das... Das war eine neue große Verpflichtung für mich. Verstehst du mich? Mir musst du solche Fragen nicht stellen, Wolfgang. Ich bin lediglich ein einfacher Medizinmann ohne die geringsten Gelüste auf Unsterblichkeit. Manfred, du musst mich verstehen. Na schön. In Zukunft kein Wort mehr über Elisabeth Maßmann. Sie wird übrigens heute aus der Klinik entlassen. Ja, ich weiß. Aber das weißt du also. Ist ja mehr, als ich erwartet habe. Komm. Lass dich nicht aufhalten, du alter Intrigant. Willst du dich nicht von ihr verabschieden? Führe mich nicht in Versuchung. Soll ich sie wenigstens von dir grüßen? Jetzt aber raus, sonst benutze ich dich für Tierversuche.
Übrigens, Herr Gernkos, können Sie mir vielleicht sagen, wo ich Dr. Friedberg jetzt finde? Um diese Zeit in seinem Zimmer. Und wo ist das? Den Gang rechts runter, eine Treppe hoch, das erste Zimmer, der Name steht an der Tür. Danke. Sie kann dem Doktor doch nicht einfach auf die Bude rücken. Sein Zimmer ist schließlich privat. Na, privat wird Ihr Besuch ja vermutlich auch sein, ne? Aber Fräulein Maßmann ist eine Patientin. Seit heute nicht mehr. Sie hat zwar noch ein bisschen Herzschmerzen, aber sonst ist sie ganz gesund. Bitte? Ich verlasse heute die Klinik. Ja, ich weiß. Und ich wollte das nicht tun, ohne mich bei Ihnen entschuldigt zu haben. Aber wofür denn? Weil ich damals darauf bestanden habe, von einem anderen Arzt behandelt zu werden. Das ist mir neu. Ich hatte meinen Vater veranlasst, Professor Ruge, einen anderen Arzt zu bitten. Ach, davon hat mir Professor Ruge gar nichts gesagt. Das ändert nichts daran, dass es mir leid tut. Sie werden jetzt wieder in Ihr schönes, gewohntes Leben zurückkehren und unsere Klinik bald vergessen haben. Aber Sie fragen nicht danach, warum ich damals darauf bestanden habe, dass Sie als mein Arzt abgelöst haben? Nein, danach frage ich nicht. Weil Sie die Antwort nicht wissen wollen? Weil ich die Antwort weiß. Genau? Ganz genau. Dann wissen Sie also, was Sie mir bedeuten? Ich glaube, ja. Aber was wissen Sie von mir? Alles, was ich zu wissen brauche. Sie kennen meine Vergangenheit nicht. Ich kann mich nicht binden. Woher soll ich wissen, wie meine Zukunft aussieht? Aber das ist mir doch gleichgültig. Aber mir ist das nicht gleichgültig. Ich muss Sie bitten, mich zu verstehen. Ich verstehe nur, dass ich dich liebe. Ja. Entschuldigen Sie bitte. Was gibt's, Oberschwester? Herr Professor Ruge braucht dringend den Krankenbericht von Zimmer 13. Geben Sie her. Fräulein Maßmann wird uns jetzt sicher entschuldigen. Also auf Wiedersehen. Wiedersehen. Fräulein Maßmann tut ja gerade so, als wäre sie ja zu Hause. Nicht einmal vor den privaten Räumen der Ärzte macht sie Halt. Ich glaube, Oberschwester, das ist meine Angelegenheit. Schließlich handelt es sich hier um einen Verstoß gegen die Hausordnung. Was ich allein zu verantworten habe. Manfred, die Oberschwester möchte einen Krankenbericht abschließen. Kannst du ihr dabei behilflich sein? Oh, ich greife unserer Oberschwester immer liebend gern hilfreich unter die Arme. Gut, ich gehe ins Labor. Wenn auch nur symbolisch. Was haben Sie denn, Oberschwester? Sie sehen aus wie ein Fisch auf dem Trockenen. Da wird doch nicht etwa Ihr Liebling Dr. Friedberg auf Ihrem Seelchen herumgetrampelt haben. Wir waren lediglich verschiedener Auffassung über die Hausordnung. Wie? Ihr Musterknabe Friedberg verstößt gegen die heiligsten Gesetze dieses Hauses? Ja, natürlich nicht. Aber dieses Fräulein Maßmann, sie hat ihn auf seinem Zimmer gesucht. Schau mal an. Da ist ihm doch glatt auf den Leib gerückt. Wer hätte so viel Hartnäckigkeit in diesem Mädel vermutet? Scheint sie ja mächtig zu amüsieren. Das freut mich ungemein. Und ganz unter uns. Und im Vertrauen gesagt. Die beiden lieben sich nämlich. Heiratsanzeigen über Heiratsanzeigen. Auswahl ist immer mehr als genug. Nur den richtigen zu finden ist schwer. Hier ist wieder so ein stattlicher Witwer, Beamter, im besten Alter, sucht lebensfrohe Blondine. Lass das. Sag mal, was willst du eigentlich damit bezwecken? Ich will endlich wissen, wo ich hingehöre. Jede Frau will das. Na, haben wir darüber nicht schon oft genug gesprochen? Ach, was nutzen mir Versprechungen? Du bist wie alle anderen Männer. Seit 3 Wochen sitzt du hier herum und servierst mir volle Redensarten. Da hättest du doch in deiner Fremdenlegion bleiben können. Aber ich muss mir doch erst mal etwas Geld beschaffen. Und dann können wir feste Pläne machen. Felix, sei ehrlich. Diesen Doktor, diesen Vetter, von dem du da immer redest, den gibt's doch gar nicht. Na, ob's den gibt. Ich habe sogar schon seine Adresse ausfindig gemacht. Der hat allen Grund, mir gegenüber großzügig zu sein. Darauf kannst du dich verlassen. Hoffentlich. Es wäre gut für uns beide. Ich will raus aus diesem Leben. Ich kann es nicht mehr ertragen, dass die Kerle im Lokal mich anschauen wie ein... Bring dich da raus. Ich verspreche dir das. Ich mach das schon. Hab schon ganz andere Sachen gemacht. Na, Felix, wie geht's? Noch immer bei Zukunftsplänen?
Pläne ja, Zukunft weniger. Ach, nur nicht übertreiben, Margot. Die Sache zwischen Felix und seinem Arzt ist eine gute Grundlage für eine gesicherte Existenz ohne Arbeit. Wer soll denn nun eigentlich alles zu einer sogenannten Genesungsparty kommen, Elisabeth? Ach so, die übliche Gesellschaft. Dazu vielleicht noch zwei Ärzte aus der Klinik, Dr. Wiegand und Dr. Friedberg. Dr. Friedberg, habe ich richtig gehört? Ja, warum denn nicht? Ist das etwa derselbe Dr. Friedberg, von dem du in der Klinik nicht mehr behandelt werden wolltest? Ja, genau derselbe. So. Na, ich muss sagen, dass mich das ein wenig verwundert. Ich finde das durchaus nicht erstaunlich. Im Gegenteil, es ist von einer geradezu verblüffenden weiblichen Logik. Du verstehst mich. Ich will aber damit nicht gesagt haben, dass ich das, was du tust, richtig finde. Du wirst es gewiss tun, wenn du Dr. Friedberg erst näher kennst. Darf ich fragen, worüber ihr euch eigentlich unterhaltet? Über die einfachste Sache in der Welt. Es handelt sich um einen jungen Mann, der ihr gefällt. Den ich liebe. Diesen Dr. Friedberg? Das kann doch nicht dein Ernst sein, mein Kind. Doch, Vater. Dann darf ich jetzt also die Einladungskarten fertig machen? Ja? Bitte, bitte. Die Sache mit diesem Dr. Friedberg ist ja geradezu alarmierend. Ich finde sie eher erfreulich. Ich habe nichts gegen diesen Doktor, aber ich muss mich doch fragen, was ist das überhaupt für ein Mensch? Nur Millionen hat er sicher keine. Auch ist anzunehmen, dass er von Anatomie mehr versteht als von Lokomotiven. Wohl möglich, dass er für dich nicht gerade der richtige Schwiegersohn ist. Aber das schließt ja nicht aus, dass es für Elisabeth der richtige Mann sein kann. Und darauf kommt es doch schließlich an. Und wenn diese Liebe nur ein Irrtum ist, eine flüchtige Schwärmerei, was dann? Möchtest du, dass ich mir diesen Dr. Friedberg einmal ansehe? Was meinst du? Ach ja, tu das. Ich bitte dich sehr darum. Ja? Herr Doktor, es ist Besuch für Sie da. Ich empfange jetzt niemanden, Schwester, das wissen Sie doch. Es ist der Staatsanwalt Perschke. Soll ich ihm sagen, dass Sie keine Zeit haben? Nein, nein, ich lasse bitten. Ich weiß, dass ich störe, Herr Dr. Friedberg, aber ich werde mich kurz fassen. Bitte, nehmen Sie Platz. Sie wissen, weshalb ich komme? Ja, ich kann es mir fast denken. Wie Ihnen bekannt sein dürfte, gehöre ich fast zur Familie Massmann. Das ist mir bekannt, Herr Staatsanwalt. Ich möchte Sie bitten, mir ein paar Fragen zu beantworten. Bitte? Wissen Sie, dass Elisabeth Sie liebt? Ja. Hat sie es Ihnen gesagt? Ja. Und Sie lieben Elisabeth auch? Ja. Haben Sie es ihr ebenfalls gesagt? Nein. Verzeihen Sie, Herr Doktor, das verstehe ich nicht ganz. Das müssen Sie mir näher erklären. Herr Staatsanwalt, um ganz offen zu Ihnen zu sein, ich fürchte, ich bin einer solchen Frau nicht würdig. Bitte fragen Sie jetzt nicht, warum das so ist. Sie werden es eines Tages wissen und nicht dann wahrscheinlich besser verstehen. Ich respektiere Ihre Bedenken, Herr Doktor. Sie müssen ja schließlich wissen, was für Elisabeth und Sie das Beste ist. Ich würde mich freuen, Sie wiederzusehen. Kommen Sie zu Elisabeths Genesungsparty? Es ist wohl besser, wenn ich absage. Es wird mir sehr leid tun für Elisabeth. Mein Freund Dr. Wiegand wird mich wie üblich vertreten. Er macht das sicher ganz ausgezeichnet. Aber ich bitte Sie, meine Damen, was ist denn heutzutage schon eine Herzoperation? Die machen wir sozusagen im Halbschlaf. Sind Sie ein Herzspezialist? Herzen sind meine Spezialität und ganz besonders weibliche. Dr. Wiegand, ich bin schließlich auch noch da. Aber du hast ihn doch schon wochenlang im Krankenhaus gehabt. Das können Sie auch haben. Sie brauchen sich bloß ein Beinchen zu brechen. Also, Dr. Friedberg konnte wirklich nicht kommen oder wollte er nicht? Er arbeitet, wie immer. Und manchmal sieht es fast so aus, als hätte er die Arbeit erfunden. Erzählen Sie mir von Dr. Friedberg, von seiner Arbeit und seinen Forschungen. Interessiert Sie das wirklich? Mich interessiert alles, was Dr. Friedberg interessiert. Also gut, wie Sie wollen. Stellen Sie sich Folgendes vor. In den menschlichen Blutgefäßen können Gerinnsel entstehen, die dann irgendwo in einem Gefäß stecken bleiben und dort die Blutbahn verstopfen. Sie bilden dann die sogenannte Thrombose. Wenn sich zum Beispiel die Thrombose im Bein bildet, schwillt dieses unter großen Schmerzen an und es entsteht der sogenannte Brand. Besteht hier eigentlich Tanzverbot für Ärzte? Im Augenblick schon. Ich bin nämlich mitten in einer schwierigen Operation. Oder sollten Sie etwa Herzbeschwerden haben?
So was Ähnliches. Dann werde ich Sie später gründlich untersuchen. Es handelt sich also darum, ein Mittel zu finden, um dieses Blutgerinnsel zu beseitigen. Dieses Mittel hat Friedberg bereits gefunden und es ist sogar ein ausgezeichnetes Mittel. Aber damit ist das Hauptproblem noch nicht gelöst. Aber wieso denn nicht? Ich will versuchen, es Ihnen zu erklären. Stellen Sie sich mal Folgendes vor. Das hier ist das Bein. Und das hier ist die Hauptader. Und hier ist der Pfropfen, das Gerinnsel, das den Blutkreislauf unterbricht. Der Thrombus. Und hier beginnt nun die größte Schwierigkeit für Friedberg. Er kann sein Mittel nämlich nicht einfach in die Blutbahn hineinspritzen. Es würde dann durch die gestaute Blutflüssigkeit verdünnt und unwirksam gemacht. Er muss also damit direkt an den Thrombus heran. Aber wie? Aber wie? Eine Sonde durch das Blutgefäß, die das Mittel direkt an den Pfropfen bringt. Aber natürlich, das ist eine Möglichkeit, das müsste gehen. Haben Sie jetzt etwas entdeckt? Es scheint fast so. Aber ich kann es gar nicht glauben. Also ich muss Dr. Friedberg jetzt sprechen. Jetzt gleich. Wie stellen Sie sich das vor? Oder sind Sie vielleicht krank? Ich habe privat mit Dr. Friedberg zu reden. Ich bin ein Verwandter von ihm. Das kann ja schließlich jeder sagen. Nicht? Ich bin sein Vetter. Felix Friedberg heiße ich. Und wenn Sie sein Erbonkel wären und diese Zeit ist nichts zu machen. Warum lassen Sie die Wache nicht raustreten, Friedrich, wenn ich komme? Keine Post, keine Anrufe von Damen, nichts? Gar nichts, Herr Doktor. Nichts. Wenn das so weitergeht, wird auch mir nichts anderes übrig bleiben, als unter die Bazillenforscher zu gehen. Na, gern großen, hier brauchen wir doch immer dicker. Diese Klinik scheint ja ein recht vergnüglicher Laden zu sein. Ganz flottes Leben führen die Herren Ärzte hier. Was? Haben Sie eine Ahnung? Mensch, bei der Party hast du aber was versäumt. Ganz tolle Kiste und Mädchen waren da, eine hübscher als die andere. Dann schau mich nicht so misstrauisch an, ich sage keinen Ton über Elisabeth Mastmann. Ist ja auch ganz unwichtig, dass sie ganz bezaubernd aussah. Wirklich ganz bezaubernd. Dass sie ein wenig traurig war, ist natürlich auch unwichtig, aber dafür dürfte ich ja den ganzen haben. Und dir erzählen. Ja, diese Party scheint ja sehr anstrengend für dich gewesen zu sein. Kann man wohl sagen. Aber dafür habe ich dir was mitgebracht. Schau her. Was soll das? Schon mal was vom Professor Forstmann gehört, der eine Sonde durch die Blutbahn vorgeschoben hat, bis in die Herzkammer hinein. Hat ihm den Nobelpreis eingebracht. Na und was weiter? Wenn du hier nun diesen Thrombus auflösen möchtest, ohne weiteren körperlichen Schaden anzurichten, musst du doch damit so dicht, so unmittelbar wie irgend möglich an die Stauung herankommen. Ja, so muss es gehen. Eine Sonde durch die Vene vortreiben bis zum Thrombus. Und dann das Mittel einspritzen. Du, das kann die Lösung sein. Ja. So muss es gehen. Manfred, du bist genial. Sag das nicht so laut, sonst hört das womöglich noch einer. Du, das ist ein ganz großartiger Einfall. Im Augenblick habe ich eine noch bessere. Ich werde mich hinlegen. Ich habe das dringende Bedürfnis, mich auszuruhen. Und zwar auf meinen Lorbeeren. Gute Nacht. Guten Morgen. Hier ist die Post, bitte. Danke. Sonst noch was? Ja, draußen ist einer, der will mit dem Dr. Friedberg sprechen. Der Mann war gestern Abend schon mal da. Er sagt, er ist ein Verwandter vom Doktor. Ein Verwandter von Dr. Friedberg? Ja, ein Vetter. Und er sagt, er heißt auch Friedberg. Felix Friedberg. Felix Friedberg? Genau. Ach, bringen Sie ihn doch mal her. Bitte sehr. Also eine Atombombe klauen ist vermutlich leichter, als hier vorgelassen zu werden. Bitte nehmen Sie Platz. Sie sehen Herrn Dr. Friedberg aber gar nicht ähnlich. Habe ich gesagt, dass ich sein Zwillingsbruder bin? Ich bin nur ganz entfernt mit ihm verwandt. Sie haben ihn wohl schon lange nicht gesehen. So an die 10 Jahre. Sind Sie etwa auch Mediziner? Ich habe auch mal in die Branche reingerochen, schon lange her. Also was ist nun? Kann ich Dr. Friedberg sprechen oder nicht? Dr. Friedberg operiert zurzeit. Es ist nicht abzusehen, wie lange es dauert. Aber ich werde ihm sagen, dass Sie hier gewesen sind.
Weiß er Ihre Adresse? Nein, ich bin erst seit kurzem wieder im Lande. Wenn Sie mir sagen, wo ich Sie antreffen kann, werde ich es für Herrn Doktor aufschreiben. Weiß er überhaupt, dass Sie hier sind? Wenn Sie es ihm sagen, wird er es wissen. Wo kann Dr. Friedberg Sie also erreichen? In der Kongo-Bar. Täglich ab 8 Uhr. Ich werde es Herrn Doktor ausrichten. Aber vergessen Sie es nicht, Schwester. In seinem Interesse. Herr Doktor. Schwester. Sie hatten Besuch. So, wer? Ein gewisser Herr Friedberg. Wer? Ein Herr Friedberg. Felix mit Vornamen. Angeblich mit Ihnen verwandt, ein Vetter. Wann kommt er wieder? Hat er Ihnen gesagt, wo ich ihn finden kann? Sie können ihn in einem Lokal treffen ab 8 Uhr. Das Lokal nennt sich Kongo Bar. Privatklinik Professor Ruge, Oberschwester Hilde. Hier Elisabeth Maßmann. Guten Abend, Oberschwester. Kann ich wohl Dr. Friedberg sprechen? Herr Dr. Friedberg ist nicht im Hause. Aber ich kann Ihnen sagen, wo er sich befindet. In der Kongo-Bar. In der Kongo-Bar? Danke. Also wenn dein Doktor wirklich hierher kommt, dann lass dich nicht mit Kleinigkeiten abspeisen. Aber denkst du denn hin, der ist so dick in meiner Schuld? Und die Klinik, in der er arbeitet, da wird schwer Geld gemacht. Ein Arzt ist das, sagst du? Besonders elegant sieht er ja gerade nicht aus. Viel Geld scheint er auch nicht zu haben. Bestimmte Dinge erzielen immer gute Preise. Rezeptblock genügt. Morphium kann ich immer unterbringen, zu höchsten Preisen. Und ob der aber mitmachen will? Was bleibt für diesen sogenannten Herrn Doktor anders übrig? Falsche Papiere sind eine gefährliche Sache. Ich bin ein zähes Luder, mich hat nicht einmal die Fremdenlegion klein gekriegt. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich will endlich wieder ein ruhiges Leben führen. Keine schlechten Vorsätze, Felix. Froh, dem, der sich's leisten kann. Ja, du bist doch fein raus. Angesehener Doktor an einer piekfeinen Klinik, die rechte Hand eines berühmten Professors. Du bist zu beneiden. Aber ich gönne dir dein Glück, Wolfgang, von ganzem Herzen. Spar dir dein Gerede, Felix. Was willst du von mir? Ich habe gelernt, bescheiden zu sein da draußen. Ein kleines Glück in den eigenen vier Wänden. Ein Beruf, der seinen Mann nett und eine Frau, die einem das Bett wärmt. Was will man mehr? Du willst also Geld? Wie viel? Nicht doch, Wolfgang, nicht doch. Höchstens ein Darlehen, wenn du mir helfen willst. Könnte ich ganz gut gebrauchen, schon um hier rauszukommen. Hier, das ist alles, was ich habe. Nimm dir davon, was du willst. Das ist doch wirklich nicht nötig, Wolfgang. Ich glaube ja nicht, dass ich mich von dir in Zukunft erpressen lasse. Und wer redet denn davon? Ich bin fest entschlossen, diesen Zustand zu beenden. Ich mach Schluss. Lass mich allein, Felix. Viel Vergnügen. Ich wollte gerade gehen. Dann fahre ich dich in die Klinik. Na, was habe ich dir gesagt? Ohne Fleiß keinen Preis. Das ist doch nicht mehr als ein gutes Trinkgeld. Was sagst du, Toni? Ich wittere Banknoten. Ausgesprochen sympathische Leute, die beiden. Woher hast du gewusst, wo ich bin? Von Oberschwester Hilde.
hast mich in einem fragwürdigen Lokal getroffen. Hauptsache, ich habe dich getroffen. Ja, und genauso fragwürdig wie dieses Lokal ist vieles, was mit mir zusammenhängt. Und deshalb finde ich, es ist das Beste für uns beide, wenn ich meinen Weg alleine gehe. Staatsanwalt Perschke hat mir gesagt, dass du mich liebst. So? Hat er das gesagt? Er ist fest davon überzeugt, dass wir beide sehr gut zusammenpassen. Ja, dich kennt er. Aber was weiß er von mir? Aber Wolfgang, es ist doch im Grunde ganz einfach. Wir lieben uns. Kann ich dir nicht helfen? Danke, Elisabeth. Du kannst mir nicht helfen. Oberschwester Hilde soll sich bei mir melden. Sofort. Ist gemacht, Herr Doktor. Herr Dr. Friedberg. Sagen Sie mal, Schwester Hilde, was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht, als Sie Fräulein Maßmann in dieses Lokal geschickt haben? Ich habe Fräulein Maßmann nicht geschickt. Sondern? Sie hat mich gefragt und ich habe ihr ordnungsgemäß Auskunft gegeben. Das war keine ordnungsgemäße Auskunft, Schwester Hilde. Das war eine Gehässigkeit von Ihnen. Offenbar verkennen Sie meine Motive, Herr Doktor. Ihre Beweggründe interessieren mich nicht im geringsten. Ich sehe nur das, was Sie damit anrichten. Und das gefällt mir nicht. Ich wünschte, Sie würden erkennen, dass ich nur an Sie und Ihre Forschungen denke. Und was hat das alles mit Fräulein Maßmann zu tun, wenn ich fragen darf? Ich will nicht, dass wir unglücklich werden. Ach, das wollen Sie nicht. Und mit welchem Recht? Herr Doktor, hier allein ist doch Ihre Welt. Hier gehören Sie her. Und ich gehöre dazu. Mir können Sie vertrauen. Ich kann schweigen. Auch über das, was ich über Sie weiß. Was wissen Sie über mich? Es war für mich nicht schwer herauszufinden, welche Beziehungen zwischen Ihnen und Ihrem angeblichen Vetter Felix Friedberg bestehen. Ich musste mir nur einiges zusammenreimen und dann Ihre Papiere in der Personalkartei aufmerksam studieren. Langsam wird mir klar, was Sie für ein Mensch sind. Wenn ich nicht schweige, wird Ihre Arbeit wertlos sein. Völlig wertlos. Denn wer wird schon einem Menschen vertrauen, der sich seinen Doktortitel mit falschen Papieren erworben hat? Niemand wird an das glauben, was Sie geschaffen haben. Und alle Arbeit, alle Experimente, alle Erfolge, alles wird umsonst sein. Also eine glatte Erpressung. Sie wissen nicht, was Sie mir bedeuten. Gehen Sie. Gut. Wie Sie wollen, Herr Doktor. Gehen Sie! Friedrich, ich muss sofort Dr. Wiegand sprechen. Er soll mich im Labor aufsuchen. Ja, sofort. Es ist äußerst dringend. Jetzt geben Sie mir die Telegrammaufnahme. Telegrammaufnahme. Ein Telegramm nach Einsingen, bitte. Frau Frieda Friedberg, Einsingen, Grabengasse 17. Inhalt. Habe Nachricht von Ihrem Sohn Felix. Bitte kommen Sie sofort. Ihr Wolfgang Friedberg. Was ist los, Mensch? Willst du mir deine Verlobung mit Elisabeth Maßmann mitteilen? Manfred, ich habe eine Bitte an dich. Ich brauche deine Hilfe. Wärst du unter Umständen bereit, deinen Namen für meine Versuche herzugeben?
Das kann nicht dein Ernst sein, was du mir hier vorschlägst. Die entscheidende Idee mit der Sonde kam von dir. Nun mach mich nicht verlegen, das war eine spontane Idee, die andere in ähnlicher Form schon vor mir hatten. Manfred, ich habe keinen Menschen außer dir, dem ich so vertrauen kann. Ich muss dich bitten, mir zu helfen. Ich verstehe dich immer noch nicht. Später einmal wirst du mich verstehen. Jetzt kann ich dich nur bitten, mir deine Freundschaft zu beweisen. Ja? Ja. Also, was jetzt? Na, jetzt müssen wir arbeiten. Ich muss dich mit allem vertraut machen. Dann hinein ins Vergnügen. Was versprechen Sie sich von diesen schwerwiegenden Anschuldigungen gegen Dr. Friedberg? Ich glaubte, dass es Sie als Verwandten des Hauses Maßmann besonders interessieren dürfte. Und selbstverständlich auch in Ihrer Eigenschaft als Staatsanwalt. Außerdem hielt ich es für meine Pflicht, diese Anzeige zu machen. Ich glaube, Ihre Beweggründe zu verstehen, Frau Oberschwester. Was werden Sie jetzt tun? Was ich zu tun für richtig halte. Ich danke Ihnen, Frau Oberschwester, Sie können jetzt gehen. Ich brauche so schnell wie möglich alle Auskünfte über den Arzt Dr. Wolfgang Felix Friedberg. Ja, Herr Staatsanwalt. Und das Ergebnis dieser Ermittlungen bitte sofort zu mir. Felix, wenn einer Arzt ist, kann er auch Geld machen, wenn er will. Schon möglich, aber es gibt sicherlich auch Ausnahmen. Und Dr. Friedberg scheint so einer zu sein. Er hat bisher noch keine günstige Gelegenheit gehabt. Vielleicht. Wer so im Druck ist wie dein Doktor, macht alles. Allerdings ein bisschen nachhelfen muss man immer. Das fragt sich nur, wie man es am besten anfängt. Die Sache ist doch ganz einfach. Er ist in deiner Schuld, also muss er zahlen. Entweder in Bar oder in Rezepten für Morphium. Ja, und das Morphium wird dann der Toni spielend leicht los. Ja, die bisherigen Ergebnisse Ihrer Forschungen sind ganz großartig, gewiss. Eine glänzende Theorie, aber wer garantiert mir, dass die Rechnung auch in der Praxis aufgeht? Wir sind davon überzeugt, Herr Professor. Leider kann ich diese Überzeugung nicht so ohne weiteres teilen. Ich habe an meine Patienten zu denken und an den Ruf meiner Klinik. Wollen Sie mir damit sagen, Herr Professor, dass Sie mir keine Möglichkeit geben, meine Forschungsergebnisse an Kranken zu erproben? Lieber Friedberg, so lückenlos Ihre Beweiskette auch erscheinen mag, sie darf mir nicht genügen. Ich kann es nicht verantworten, auch nur einen einzigen Rückschlag zu riskieren. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als Sie zu bitten, keine Experimente mit Patienten meiner Klinik zu machen. Tut mir leid, diese Entscheidung treffen zu müssen, aber ich bin für letzte Gründlichkeit und ich kann mir Ihren Mut, lieber Dr. Friedberg, einfach nicht leisten. Was willst du jetzt machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur so viel, dass ich nicht aufgeben darf. Und wenn ich das Äußerste wagen müsste. Was, in der Kongo-Bar hast du ihn getroffen, in diesem obskuren Lokal? Wie bist du denn da hingekommen? Oberschwester Hilde hat mir gesagt, dass er dort ist. Das sieht ihr ähnlich. Ja, und in dieser Kongo-Bar habe ich Wolfgang, das heißt Dr. Friedberg, mit einem Menschen zusammengesehen, dem er Geld gab. Richtiger gesagt, dieser Mann nahm sich das Geld aus Wolfgangs Brieftasche. Sah etwa so aus? Ja, tatsächlich so ungefähr. Nur etwas älter. Ja, das Passfoto ist ungefähr 10 Jahre alt. Wer ist der Mann? Was hat das alles zu bedeuten? Ja, ich glaube, du wirst dich auf ein paar unangenehme Sachen gefasst machen müssen. Du kannst ganz offen mit mir reden. Du brauchst keine Angst zu haben, Elisabeth. Ich mache mir Sorgen. Dr. Friedberg ist doch ein anständiger Mensch, das weiß ich bestimmt. Aber vielleicht war er nicht immer so. Mag sein, aber ich liebe ihn so, wie er jetzt ist. Herr Dr. Friedberg? Ja? Sie haben Besuch, Ihr Vetter. Aber... Ich will dich nicht weiter stören, nur auf ein paar Worte. Muss das ausgerechnet hier sein im Operationssaal? Was sagst du gegen meine Anwesenheit im Operationssaal? Schließlich könnte das ebenso gut mein Wirkungsbereich sein, wenn ich dir nicht meine Papiere gegeben hätte. Natürlich. Aber du hast diese Möglichkeit verschenkt. Genauer gesagt, du hast dich verkauft. Und ich habe dafür bezahlt. Und nicht nur mit Geld.
sondern auch mit jahrelanger ehrlicher Arbeit in dieser Klinik. Das hat sich doch für dich schließlich auch gelohnt. Mir geht es leider nicht so gut. Ich bin herumgehetzt worden von Ort zu Ort. Da wird man bescheiden. Es ist zwecklos, was du mir sagst. Du bekommst von mir kein Geld. Ja, aber du kannst mich doch nicht einfach so im Stich lassen. Ich habe kein Geld. Dann kannst du auch welches aufnehmen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Also gut. Dann wenden wir uns eben einer anderen Möglichkeit zu. Wenn du mir schon helfen willst, und warum sollst du das nicht wollen? Dann werden wir schon einen Weg finden. Wie wär's zum Beispiel mit ein paar kleinen Unterschriften auf einem Rezeptblock? Für Morphium und Kokain finden sich immer gute Abnehmer. Du widerst mich an. Aber nicht doch. Richte dich doch nicht künstlich auf. Es wären doch nicht die ersten falschen Papiere, mit denen du arbeitest. Das traust du mir zu? Das wagst du mir anzubieten? Und du, ausgerechnet du, wolltest Arzt werden. Du bist ja der schäbigste Kerl, dem ich je begegnet bin. Du möchtest mich am liebsten um die Ecke bringen, nicht wahr? Aber das könnte dir so passen, einen unbequemen Zeugen deiner Vergangenheit zu beseitigen. Raus! Raus! Das wirst du mir teuer bezahlen, mein Lieber. Ist Ihnen nicht gut, Herr Friedberg? Nicht gut? Mir wieso? Bitte beruhigen Sie sich doch. Denken Sie an unsere Patienten. Kommen Sie in mein Zimmer und setzen Sie sich einen Moment. Meine Wut habe ich im Bauch. Sprechen Sie sich ruhig aus, Herr Friedberg. Zu mir können Sie vollstes Vertrauen haben. Und Dr. Friedberg? Ist das auch Ihr Vertrauter? Im Gegenteil. Ja? Ich komme sofort, Herr Professor. Sie müssen mich ein paar Minuten entschuldigen. Ich komme gleich wieder. Entschuldigen Sie, Herr Doktor, ich wollte hier abschließen. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Gern los. Hören Sie mir jetzt gut zu. Sie haben doch heute Nachtdienst, nicht? Ja. Gut, ich werde Sie sicher noch brauchen. Sehen Sie zu, dass Sie Dr. Wiegand nicht aus den Augen verlieren. Er soll mich in 3 Stunden aufsuchen. Aber nicht später, unter keinen Umständen. Ich verlasse mich ganz auf Sie, gern los. Vergessen Sie das nicht. Es ist jetzt 7:15. In genau 3 Stunden, also Punkt 10 Uhr, soll Dr. Wiegand zu mir kommen. Bis dahin will ich nicht gestört werden. Ich bin wie üblich im Labor.
hat also geklappt bei deinem Doktor. Das war ein verdammt hartes Stück Arbeit, das kannst du mir glauben. Er hat mir beinahe den Hals umgedreht. Zugepackt hat er schon. Aber dem habe ich es gegeben. So klein hat er geworden. Das hat sich also gelohnt, ja? Der Doktor hat einen Rezeptblock rausgerückt. Dafür gab es eine Menge Morphium. Toni hat bereits gut verkauft. Hier ist der Kies. Solange der Rezeptblock reicht, wird das da nicht leer. Nicht so laut, nimm doch das Zeug da weg. Wir werden es schon klein kriegen, nicht? Gib mir erst mal einen doppelten, extra groß, und zwar Whisky. Der quatscht mir zu viel und zu laut. Wir werden ihm die Schnauze stopfen müssen. Zehn Uhr. Pünktlich auf die Sekunde. Nun sagen Sie doch schon endlich, was los ist. Gern groß, machen Sie es nicht so spannend. Ich handle genau nach Anweisung von Dr. Friedberg. Sie sollen ihn Punkt 10 Uhr aufsuchen. Das hat er mir vor 3 Stunden gesagt. Vor 3 Stunden? Wo ist er? Wo soll er schon sein? Im Labor natürlich. Wolfgang, mach auf! Öffne bitte! Mensch, Wolfgang, warten Sie hier, bis ich Sie rufe. Manfred, ich habe dir hier alles genau aufgeschrieben. Das ist Wahnsinn. Es war die einzige Möglichkeit, die letzte, die mir noch geblieben ist. Ich konnte nicht anders handeln. Ich muss beweisen, dass mein Mittel wirksam ist. Ich musste beweisen, dass meine Methode reif ist, an einem lebenden Menschen ausprobiert zu werden. Und dieser lebende Mensch bin ich. Ich habe mich selbst injiziert. Manfred, ich bitte, ich glaub mir, ich musste diesen Selbstversuch wagen. Du kennst den Ablauf des Experiments genau. Denke du an deine Zeichnung. Es war ein genialer Einfall, du. Wir werden versuchen herauszufinden, ob du in dein Glück oder in dein Unglück gerannt bist. Kerngruß, bringen Sie Dr. Friedberg sofort in den Operationssaal. Die Oberschwester brauchen Sie nicht zu verständigen. Ich versuche inzwischen den Chefarzt zu erreichen. Nach meinen Berechnungen wird es noch 2 bis 4 Stunden dauern, Herr Professor. Erst dann wird der Thrombus zu einem völligen Verschluss geführt haben. Es kann trotzdem früher und schockartig eintreten. Das ist möglich, aber nach Art der Injektion und Größe der Dosis nicht unbedingt anzunehmen. Hier sind die genauen Aufzeichnungen. Mit einer Ihrer glänzenden Theorien, Friedberg. Aber nach meiner Erfahrung gibt es überhaupt keine Krankheit, die sich mathematisch genau berechnen lässt. Genau vielleicht nicht, Herr Professor. Aber mit einer hochprozentigen Wahrscheinlichkeit schon. Sie scheinen Ihrer Sache sehr sicher zu sein. Ja, Herr Professor. Und sind Sie sich klar darüber, lieber Friedberg, dass Sie bei diesem Selbstversuch Ihr Leben einsetzen? Ja. Ein Überfall, Herr Inspektor. Diese Brieftasche wurde in der Nähe gefunden. Es handelt sich offenbar um einen gewissen Felix Friedberg. Kann er in die Klinik von Professor Ruge gebracht werden? Warum? Er hat ein zerknülltes Rezept von dieser Klinik in der Hand. Wir haben eine Klinik angerufen. Die Oberschwester sagte uns, Felix Friedberg ist dir bekannt. Er kann eingeliefert werden. Sind Zeugen da? In der Gegend nicht aufzutreiben. Sonst noch irgendwelche Anhaltspunkte? Nur das Übliche. Und ein Kassenbon von einer Bar. Von welcher? Kongo-Bar. Welches Datum? Von heute. Gut. Lassen Sie den Mann in die Klinik von Professor Ruge bringen. Ich komme nach. Die Klinik von Professor Ruge. Ich finde es großartig, dass Sie sofort gekommen sind. Ist doch selbstverständlich. Jedenfalls danken wir Ihnen, Herr Doktor, dass Sie uns sofort verständigt haben. Das machen wir immer so, bei den nächsten Verwandten unserer Patienten. Kann ich zu Ihnen? Jetzt noch nicht, ein wenig später vielleicht. Herr Doktor Wiegand, wir bekommen gleich einen neuen Patienten. Na, wie schön, wir wissen heute Nacht vor lauter Langeweile sowieso nicht mehr, was wir anfangen sollen. Der Patient wurde uns von der Polizei zugewiesen. Es handelt sich um einen gewissen Felix Friedberg. Er wurde überfallen und ernstlich verletzt. Verzeihen Sie bitte. Vater, du musst sofort Staatsanwalt Perschke verständigen, bitte. Kennen Sie einen Felix Friedberg? Wie meinst du ihn? Kennen Sie ihn näher? Das geht Sie doch nichts an. Oder sind Sie von der Polizei? Sie haben einen stark ausgeprägten Instinkt. Also, was wollen Sie von mir? Felix Friedberg ist überfallen worden. Wenn der Felix überfallen worden ist, dann könnte ich mir schon denken, wem er im Weg war. Na, wem? Sag
seinem Vetter, einem gewissen Dr. Friedberg. Er hat schon am Nachmittag eine handgreifliche Auseinandersetzung mit ihm gehabt. Wissen Sie, wo Dr. Friedberg zu finden ist? Wo er arbeitet, nehme ich an, in der Klinik bei Professor Ruge. Tja, ich glaube, wir können anfangen. Einverstanden, Friedberg? Ja. Schön, dann wollen wir örtlich betäuben, die Sonde einführen und versuchen, den Thrombus zu zerstören. Alles klar, Wiegand? Ja. Er ist noch immer bewusstlos, Herr Staatsanwalt. Vor morgen früh ist er nicht vernehmungsfähig, hat der Arzt gesagt. Wer bearbeitet den Fall? Kriminalinspektor Krüger, Herr Staatsanwalt. Hast du irgendetwas herausbekommen? Bestehen da Zusammenhänge mit Dr. Friedberg? Er ist noch nicht vernehmungsfähig. Ich danke dir, dass du dich der Sache annimmst. Bitte, ist doch meine Pflicht als Staatsanwalt und euch gegenüber. Guten Abend, Herr Staatsanwalt. Guten Abend, Herr Inspektor. Ich höre, Sie bearbeiten den Fall Friedberg. Ja. Ich bin an der Sache interessiert. Wollen Sie die Untersuchung führen? Mir genügt vorläufig, wenn ich dabei bin. Dann werde ich zuerst mit diesem Felix Friedberg sprechen. Der ist vormorgen früh nicht vernehmungsfähig. Dann werde ich mich in der Zwischenzeit mit seinem Vetter, Dr. Friedberg, unterhalten. Auch das wird nicht gehen. Er liegt im Operationssaal. Es besteht Lebensgefahr. Lebensgefahr? Er hat einen gefährlichen Selbstversuch gemacht. Holen Sie mir die Oberschwester, die für die Einlieferung des Überfallenen gesorgt hat. Und treiben Sie irgendjemand auf, der hier im Hause gut Bescheid weiß, den Portier oder sonst jemand. Hier ist ein Warteraum, Herr Inspektor. Ganz brauchbar für die Vernehmung. Gut. Darf ich Sie bitten, hier zu warten? Herr Staatsanwalt, darf ich mir eine Frage erlauben? Sind Sie wegen Felix Friedberg hier oder wegen Dr. Friedberg? Möglicherweise wegen beiden, aber das wird sich noch herausstellen. Wir haben bei diesem Felix Friedberg ein Rezept gefunden, das aus dieser Klinik stammt. Ausgestellt und unterschrieben von Dr. Friedberg. Ich finde das nicht ungewöhnlich. Ich schon. Das Rezept lautet auf Morphium. Und zwar handelt es sich um eine solche Menge, mit der man bequem einen ganzen Stall voller Ochsen berauschen kann. Wie sind Sie darauf gekommen, Felix Friedberg in diese Klinik einzuliefern? Interessanterweise war es die Oberschwester, die darauf Wert legte, dass Felix Friedberg hier eingeliefert wird. So. Sie sind die Oberschwester dieser Klinik? Ja. Ich nehme an, Sie wissen, wer wir sind. Ja. Die Frau Oberschwester und ich, wir haben uns bereits vor einiger Zeit kennengelernt. Dieser Felix Friedberg, der heute Abend hier eingeliefert wurde, kennen Sie ihn? Er kam einige Male in die Klinik, um Dr. Friedberg zu besuchen. Als Patient? Nein, es waren, wie er sagte, Verwandtenbesuche. Es ist behauptet worden, dass heute Nachmittag hier in der Klinik ein heftiger Wortwechsel zwischen diesem Felix Friedberg und Dr. Friedberg stattgefunden haben soll. Nun? Was haben Sie dazu zu sagen? Die Frau Oberschwester ist über alles, was in dieser Klinik geschieht, aufs Beste unterrichtet. Im Besonderen, wenn es sich um die privaten Dinge des Herrn Dr. Friedberg handelt. Nicht wahr? Allerdings. Also stimmt, was behauptet wurde? Die beiden hatten einen Streit. Ja, das stimmt. Waren Sie dabei? Nein, ich war im Nebenraum. Sie haben also gehorcht? Das war nicht nötig. Die Unterhaltung wurde nicht gerade sehr leise geführt. Wir werden das später in Eidesstatt protokollieren. Sind Sie dazu bereit? Ja. Danke, das genügt vorläufig. Um welche Zeit, glauben Sie, hat der Überfall auf Felix Friedberg stattgefunden? Frühestens um 8, spätestens um 10, sagen wir also gegen 9 Uhr abends.
Das hier ist der Gerngross, Krankenwärter. Er weiß im Haus besonders gut Bescheid. Sagen Sie mal, Herr Gerngross, wissen Sie vielleicht zufälligerweise, wo sich Herr Dr. Friedberg heute so zwischen 8 und 10 Uhr abends aufgehalten hat? Das weiß ich sogar ganz genau. Er war ab 7 Uhr im Labor. Waren Sie die ganze Zeit bei ihm? Wieso? Er hatte doch zu arbeiten. Das heißt also, Sie glauben, dass sich Herr Dr. Friedberg in der fraglichen Zeit im Labor aufgehalten hat? Das weiß ich ganz genau. Er hatte sich doch eingeschlossen. Das kann ich beschwören. Dann ist dieser Schwur genau das, was uns noch fehlt. Sie wollen also beschwören, dass Dr. Friedberg um 7 Uhr ins Labor gegangen ist und es um 10 wieder verlassen hat. Was er aber in diesen 3 Stunden wirklich getan hat, das wissen Sie doch gar nicht. Ebenso gut könnte Dr. Friedberg ausgegangen sein, um vielleicht eine dringende Sache zu erledigen. Natürlich könnte das möglich sein. Das ist sogar sehr leicht möglich. Die Klinik hat mehrere Nebenausgänge. Aber ich könnte schwören, dass Dr. Friedberg im Labor war. Vorsicht mit den Schwüren. Auf mein Eid steht Zuchthaus. Danke, Sie können jetzt gehen. Dieser Dr. Friedberg macht mir Sorgen. Warten wir erst seine Vernehmung ab. Und wenn er die Nacht nicht überlebt, was dann? Er hat hohes Fieber. Das war zu erwarten in dem Moment, wo sein Präparat den Thrombus zerstört und mit dem zersetzten Blut die Blutbahn erreicht. Wir müssen ihm ein Antibiotikum geben. Erst in 3 Stunden werden wir wissen, ob das Experiment geglückt ist. Kommen Sie, Wiegand. Sorgen Sie dafür, dass Dr. Friedberg aufmerksam betreut wird. Daran wird es nicht mangeln. Fräulein Massmann ist ja da. Fräulein Massmann? Ja, sie hat die ganze Nacht treu und brav gewartet. Ein äußerst komplizierter Fall von Liebe. Geradezu unheilbar, möchte ich sagen. Darf sie zu ihm? Na bitte. Liebe ist immer noch die beste Medizin, die es gibt. Guten Abend, Herr Professor. Diese ungewöhnliche Stunde? Aus rein familiären Gründen nehme ich an, denn Sie gehören ja zu dieser außerordentlich bemerkenswerten Familie Massmann, nicht wahr? Na, leider hat mein Hiersein mehr einen dienstlichen Charakter. Ach, sollte ich da falsch geparkt haben? Darf ich den Kriminalinspektor Krüger vorstellen? Er bittet, ein paar Fragen an Sie richten zu dürfen. Bitte? Ich habe hier ein Rezept aus Ihrer Klinik, Herr Professor. Können Sie mir vielleicht sagen, was Sie davon halten? Eine ausgemachte Sauerei. Warum bitte? Weil das Rezept gefälscht ist. Steht das einwandfrei fest? Ganz einwandfrei. Das ist niemals die Schrift meines Dr. Friedberg. Die kenne ich nämlich ganz genau. Noch eine Frage, Herr Professor. Können Sie mir vielleicht sagen, ob Dr. Friedberg heute diese Klinik zwischen 7 und 10 Uhr abends verlassen hat? Das halte ich für ausgeschlossen. Wie können Sie das so genau wissen? Das ist in diesem speziellen Fall verhältnismäßig einfach nachzuweisen. Dr. Friedberg hat, wie Sie vermutlich wissen werden, einen Versuch gemacht, einen Selbstversuch, ja? Fast genau um 7 Uhr hat er sich die entscheidende Injektion gegeben und hat sich von diesem Zeitpunkt an ständig unter Kontrolle gehalten. Die entsprechenden Aufzeichnungen sind vorhanden. Hätte er das Labor auch nur für eine Viertelstunde verlassen, wäre der Erfolg seines Versuches gefährdet gewesen. Ich danke Ihnen. Ich habe keine weiteren Fragen. Ja, jetzt werden Sie aber auch mir erlauben zu fragen, was das alles zu bedeuten hat. Ich werde es Ihnen erklären, Herr Professor. Bitte. Was ich Ihnen jetzt zu sagen habe, ist nicht sehr angenehm. Ach, wissen Sie, mein lieber Herr Perschke, nach dieser Nacht kann mich nichts mehr so leicht erschüttern. Ja, ich weiß nicht recht, wie ich es Ihnen sagen soll. So einfach wie möglich, schlage ich vor. Na gut. Ihr Arzt, Wolfgang Friedberg, trägt seinen Doktortitel zu Unrecht. Er hat ihn unter falschen Voraussetzungen erworben, noch deutlicher mit fremden Papieren. Das ist nicht wahr. Das ist erwiesen. Das kann nicht die Wahrheit sein. Wenn jemand ein Arzt ist, ein Geborener, ein begnadeter Arzt, dann dieser Dr. Friedberg. Ihre Einstellung ist sehr bemerkenswert, Herr Professor, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Friedberg fremde Papiere benutzt hat. Das mag menschlich durchaus verständlich sein, aber das Gesetz ist da ganz eindeutig. Aber er hat doch seinen Doktor mit höchster Auszeichnung gemacht. Ja, aber mit dem Abiturzeugnis und dem Physikum eines anderen. Na und wenn schon. Für mich bleibt er ein Arzt. Und ein großartiger noch dazu. Sind Sie bereit, sich für ihn einzusetzen? Na, selbstverständlich. Auch in Ihrer Eigenschaft als Präsident der Ärztekammer? Als Präsident, als sein Chef, als sein Kollege. Und dann sehe ich allerdings die Möglichkeit, ihn zu rehabilitieren. Wie stehen Sie als Staatsanwalt zu dieser Angelegenheit?
Nein, in diesem Falle habe ich nicht mehr das Gefühl, Staatsanwalt zu sein, sondern eher sein Verteidiger. Dann sind wir uns ja einig. Professor. Herr Staatsanwalt. Willst du wirklich hierbleiben, Elisabeth? Ja, Vater. Ihre Tochter ist die geborene Krankenschwester. Ja, aber ein einziger Patient scheint ihr zu genügen. Ich suche Herrn Friedberg. Können Sie mir sagen, wo ich den finde? Bei uns gibt es neuerdings zwei von dieser Sorte. Ein Dr. Friedberg und ein Felix Friedberg. Felix Friedberg? Kennen Sie den? Ja, ich bin seine Mutter. Wo ist er denn? Wollen Sie jetzt mal verreisen, Frau Oberschwester? Vielleicht geht sie in Urlaub. Dann können wir uns wenigstens von ihr erholen. Kann ich zu meinem Sohn, bitte? Wir werden sehen, was sich machen lässt. Kommen Sie mal mit. Dankeschön. Wir brauchen jetzt nur noch Ihr Geständnis. Das könnte Ihnen so passen. Was Sie anbelangt, Felix, ist doch alles klar. Kleine Erpressung, Diebstahl von Rezepten, Urkundenfälschung und so weiter und so weiter. Macht alles in allem ein paar Jahre, wenn Sie Alleinschuldige sind. Wenn Sie aber nur Mitschuldige sind, ist die Strafe natürlich weitaus geringer. Sie wissen ja, geteiltes Leid ist halbes Leid. Mensch, so reden Sie doch. Der Toni hat Ihnen den Schädel eingeschlagen. Wollen Sie ihm dafür noch Dankeschön sagen? So dämlich sehen Sie doch gar nicht aus. Also gut. Es waren die beiden von der Kongo-Bar. Sie wollten mich abservieren. Na also. Wir werden Ihre Aussagen später schriftlich festlegen. Und jetzt können Sie sich etwas mit Ihrer Mutter unterhalten. Wie geht es dir, Felix? Ach, Junge. Alles in bester Ordnung, Herr Professor. Fräulein Massmann, ein Anblick, der mir Freude macht. Ich bin gerne hier. Dann bleiben Sie doch hier, solange Sie wollen. Von mir aus für immer. Entschuldigen Sie. Na, Nachrede kommen? Nein, Herr Professor. Nur eine allgemeine Körperschwäche, sonst nichts. Dann ist Ihr Experiment hundertprozentig gelungen. Sie haben den Sprung ins Ungewisse gewagt. Der Erfolg gibt Ihnen recht. Meinen Glückwunsch, Dr. Friedberg. Herr Professor, ich bin kein Arzt. Mein Doktortitel besteht nicht so recht. Mein lieber Kollege Friedberg, ich kenne die Geschichte mit Ihren Papieren in allen Einzelheiten. Nicht etwa, dass ich die Sache billige, aber ich bemühe mich, Sie zu verstehen. Ich werde mich mit allen Mitteln für Sie einsetzen und Staatsanwalt Kerschke unterstützt mich dabei. Sie werden sehen, wir pauken Ihre Sache schon durch. Herr Professor, ich danke Ihnen. Kommen Sie, Kollege Wiegand, wir müssen in den Operationssaal und heute werden Sie mir assistieren. Ich? Ja, wer denn sonst? Wenn Sie den Ruf Ihrer Klinik mit Gewalt ruinieren wollten. Übrigens, Frau Bassmann, wenn Sie wieder eine Beschwerde gegen Ihren Arzt vorzubringen haben sollten. Oh nein, jetzt bestimmt nicht mehr. Wie heilsam so eine Krankheit sein kann. Du hast mir Glück gebracht. Jetzt fängt ein neues Leben für dich an. Mhm. Unser Leben, Elisabeth.